Und damit heiße ich euch herzlich willkommen und ein wundervolles Hallöchen von mir an euch zu unserem oder meinem neuen Let's Play. Wir werden Air Memories of Old spielen. Ein Spiel von Dedelic. Kennt vielleicht der ein oder andere, die haben wunderschöne Spiele gemacht. Und für dieses Spiel habe ich mich entschieden, weil es mich tatsächlich sehr an Epsu erinnert und ich auch einfach mal wieder Lust auf was Fröhliches, Buntes, Erkundungstechnisches Lust hatte nach dem ganzen Horror, den ich jetzt gespielt hatte auf meinem Kanal. Da ist das mal eine ganz gute Abwechslung. Warte mal, ich muss mal kurz nochmal Rollo runter machen. So, und dann wollte ich auch nochmal schnell in die Einstellung auf Audio und dann machen wir den Ton nämlich mal auf 80 hoch. Ich dachte 70 wäre okay, aber 70 finde ich ist doch ein bisschen zu leise. So, okay. Also wir werden Air Memories of Gold spielen. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Es geht um diese junge Dame hier rechts, die sich auch in einen Vogel verwandeln kann. Und wir können schwebende Inseln erkunden. Es wird also das ein oder andere Abenteuer geben und ich freue mich drauf. Deswegen quatschen wir gar nicht lange rum und starten einfach ein neues Spiel. Viel Spaß! Aug, hör mir zu. Ich weiß, dass du dich umsehen möchtest, aber die Pilgerreise ist für das Himmelsvolk von großer Bedeutung. Wie du weißt, sah das Land vor dem großen Zerfall anders aus als jetzt. Statt der Himmelsinseln war das Land eins und die Ahnen bewohnten die Welt. Sie errichteten große Bauwerke, unter ihnen drei Tempel hier im Land der Götter. Deine Reise wird dich zu allen dreien von ihnen führen. Etwas änderte sich jedoch. Die Ahnen führten den Zerfall herbei. Das Land zerbrach und hinterließ uns die Himmelsinseln. Die Priesterin Kara betete am Leuchtturm und fand Antworten, die unserem Volk dabei halfen, die große Katastrophe zu überleben. Die erste Station eines jeden Pilgers ist Karas Schrein. Also los, Aug. Geh schon. Ich werde hier draußen auf dich warten. Unser Name ist also Aug oder Aug, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und irgendjemand wartet da draußen auf uns. Ich habe keine Ahnung, wer hier zu uns gesprochen hat. Wir sind auf jeden Fall ein junges Mädchen, was auf Pilgerreise gehen soll. Und bewegen können wir uns mit WASD. Die Steuerung ist, glaube ich, eigentlich für einen Controller gemacht. Aber ich spiele mit Tastatur. Ist ja auch nicht so schlimm. Space ist springen. Alles klar. Huch. Sehr schön hier schon. Ich mag solche Spiele total gern. Wir können hier runter mal gucken gehen. Ich würde auf jeden Fall wieder alles erkundigen. In dem Spiel gibt es übrigens insgesamt 20 Errungenschaften. Habe ich mir mal so kurz durchgelesen. Ob ich sie mir alle merke und ob mir alle finden, weiß ich nicht. Ich sammle die restlichen ja dann meistens tatsächlich noch offscreen. Warte mal, da oben ging es doch aber auch lang. Wir können doch aber hier auch hoch, oder? Nee, hier können wir nicht hoch. Okay. Ich habe schon wieder ein Fröschlein im Hals. Ich weiß gar nicht, woher das immer kommt. Das kleine Luder. So, was haben wir denn hier? E, um zu lesen. Diese Tafel ist verwittert. Ein Teil des Textes ist unleserlich. Im Land der Götter gab es drei von ihnen, in drei Häusern, schlummernd unterm ewigen Firmament. Da ist noch eine Tafel. Ich finde das jetzt schon so schön hier drin. Ich liebe solche Spiele. Man braucht mehr sowas. Ich fand Abzu schon geil. The Journey muss ich unbedingt noch spielen. Unbedingt muss ich The Journey spielen. So, was haben wir hier? Die Erinnerung an das Licht in unseren Herzen entstrahlt mit Karas Namen. Ihre Laterne führte und beschützte uns, als die Welt zerfiel und wir zum Himmelsvolk wurden. Kara ist sowas wie unsere Beschützerin oder Schützerin oder Göttin. Huch.
Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Mit dem kann ich aber nichts machen, ne? Ich weiß, dass ich als Errungenschaften Statuen finden muss. Wovon, glaube ich, ein Fuchs eine war, aber das scheint die nicht zu sein. Keine Ahnung. Warte mal, sind wir jetzt von hier gekommen? Oder sind wir von da? Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Hier sind wir hoch. Dann sind wir von hier gekommen, oder? Da sind wir rum. Also wir sind von da. Also sind wir von hier gekommen. Okay, okay, okay. Ja, sorry. Ich wollte halt nur mal gucken schnell. Kann ich hier hoch? Das ist schön, dass wir hier überall hoch können. Ich würde sehr gern was mit dir machen, aber es geht nicht. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Die Musik ist auch schon wieder so schön, ne? Ach, herrlich. Da vorne ist noch eine Tafel. Betritt die Halle der Erinnerung, in der Karas Licht erstrahlt. Solange sie lebte, erlosch es nie. Frag und vielleicht wird dein Schein dir antworten. Okay. Kleinen Moment mal bitte. Okay, bin wieder da. Kleiner Hustenanfall. Muss ja nicht mit in die Aufnahme rein, wenn es nicht zwingend notwendig ist. Oh, wie schön. Was sind das für komische Symbole? Lass mich erstmal drumrum gucken. Da ist auch so ein Symbol. Da redet jemand. Ich glaube, hier hinten ist so nichts. Können wir schnell rennen? Nein. Gut, dann kann ich jetzt einfach mal hier hingehen. Ist das Kara? Kara hat uns also die Lampe gegeben. Oh, hier sind betende Leute. Okay. Warte, wir müssen, glaube ich, jetzt müssen wir hier lang. Ja, der Weg war vor uns nicht offen. Wir müssen raus, es stürzt zusammen. Ist es jetzt unsere Schuld? Oh nein. Okay, ist egal. Ich muss da anscheinend eh hier lang. Keine Ahnung. Sie hat uns die Laterne gegeben. Gott, warum stürzt der denn jetzt ein? Was? Hoffentlich brennen die Laternen lang genug, um den jungen Pilger den Weg zu weisen. Ah, okay. Das ist ja eine schöne Info. Wir müssen also einfach nur den Laternen folgen. Du, böse, böse. Muss ich lang? Hier lang? Ich gehe einfach mal davon aus. Aber wir haben den jetzt nicht kaputt gemacht, oder? Das wäre jetzt sehr ungünstig. Errungenschaft freigeschaltet, ein Licht am Ende des Tunnels. Inio? Ach so, Süden, Westen, Norden, Osten. Inio. Ja, was weiß ich denn? Ich dachte, das ist ein Stadtname. Oh, wer bist du denn? Du siehst ja niedlich aus. Warte mal. Ey, wir gucken vorher.
Können wir die Laterne vielleicht auch wegpacken? Ja. Was macht die Laterne eigentlich? Macht sie einfach nur Licht oder hilft sie uns mit irgendwas? Hallo? Aug, bist du unversehrt? Den Göttern sei Dank geht es dir gut. Was ist da drin geschehen? Als die Höhle einstürzte, ging ich vom Schlimmsten aus. Ist das die Laterne? Sonderbar. Diese Laterne ist ein antikes Artefakt namens Karas Licht. Aus irgendeinem Grund leuchtet sie für dich. Das ist das erste Mal seit Generationen. Bewahre sie gut auf. Ich werde hierbleiben und mich im Schrein umsehen. In der Zwischenzeit solltest du deine Pilgerreise fortsetzen. In der Nähe des Leuchtturms gibt es ein Dorf. Folge einfach dem Papierdrachen. Rede mit deiner. Sobald du angekommen bist, sie wird dir den Weg weisen. Okay, beim Springen verwandeln. Ach, wie cool ist das denn? Oh mein Gott, ich krieg Gänsehaut, das ist toll. Ich hype sowas immer so. Und die Musik ist so schön. Oh, es ist so herrlich. Ich weiß gar nicht, wo sie als... Oh Gott, nein, 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 nein. Nach links oder rechts. Wo fliegt sie denn hin? Hallo? Piepmätze nach links und rechts neigen. Die Steuerung ist sehr merkwürdig. Wo sind wir hier oben gewesen? Ich will mich doch in Ruhe umgucken. So, da ist der kleine Opi. Ich will mich doch einfach mal ein bisschen umgucken vorher. Und das auch mal zu Fuß. Vielleicht finden wir hier ja noch irgendwas Hübsches. Runterfallen kann man bestimmt nicht, oder? Ach, das ist umgedreht. Umgedrehte Philosophie. Umgekehrte Psychologie. Ich muss die Steuerung, glaube ich, nochmal ändern. Also wenn ich nach unten drücke, fliegt sie nach oben. Ah, okay, ich brauche also gut. Ich wollte nur mal wissen, wie es ist, wenn ich was passiert, wenn ich lande oder wie ich landen muss. Warte mal, ich muss aber noch mal probieren. Dieses Neigen-Dingsbums. Aber das Neigen funktioniert mit links und rechts nicht. Huch. Sorry. Keine Ahnung. Was ist das eigentlich? Ist das hier irgendwie so ein Punkt, wenn man stirbt? So ein Save-Point? Was ist denn eigentlich da drüben? Na, flieg doch nach oben, Kerl. Ich habe sehr zu tun mit der Steuerung gerade. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Ich muss gerade noch mal ein bisschen rumbubbeln. Lass mich mal ein bisschen... Ich fliege zu... Nee, das ist... Ich muss unbedingt die Steuerung ändern. Das mit dem... Nee, das... Wenn ich nach oben will, will ich auch nach oben drücken. Das ist dieses invertierte, glaube ich. Okay, warte mal. Ich muss mal kurz in die Optionen. Tut mir leid. Gameplay. Vogel. Nein, das will ich nicht invertiert haben. So, jetzt probieren wir nochmal zu fliegen. Ja. Das ist besser. Das ist besser. Wir fliegen jetzt einfach mal hier rüber. Ach, herrlich. Nein, so weit wollte ich natürlich nicht.
Warum fliegt sie nicht höher? Manchmal ist es merkwürdig. Okay, also das ist eine Steuerung, an die man sich gewöhnen muss. Das ist aber alles halb so wild. So, machen wir einfach Sturzflug jedes Mal. Ich will mich auf den Inseln auch mal ein bisschen umgucken. Ich weiß, ich soll den Drachen folgen, aber darf ich auch mal ein bisschen gucken? Vielleicht? Ich glaube, man sollte das vielleicht eher... Warum zeigt es mir überhaupt den Mauszeiger jetzt an? Wie doof ist das denn? Vielleicht ist es tatsächlich ein Spiel für einen Controller. Okay, wo haben wir den nächsten Drachen? Da drüben. Ist halt die Frage, was in den anderen Ecken noch ist. Ich will da mal hin. Ach Mensch. Das ist immer so, man denkt immer so, ja, man ist richtig. So, ich will ja mal ein bisschen gucken. Ja, mal auch was bringen. Hat das was zu bedeuten, wenn hier diese Singedinger sind? Ich bin gerade noch sehr neugierig hier. Lass mich mal gucken, ja? Ist jetzt wahrscheinlich gerade noch nicht spannend, aber ich möchte halt auch mal ein bisschen mich umgucken. Es kann natürlich sein, da hinten ist so eine Art Tor, dass wir hier sowieso noch so ein bisschen rumreisen, fliegen können, wie auch immer. Na los, wir folgen mal den Drachen. Wir folgen mal den Drachen. Da ist einer. Ich denke mal, dass da drüben ist die Siedlung. Also auf geht's. Ist die Siedlung. Und mit Diana sollen wir sprechen. Diana oder sowas. Ich habe den Namen gerade vergessen. Hallo. Wer bist du denn? Hallo und willkommen, Auk. Woher kam dieser Lärm? Was? Geht es dir gut? Ich bin übrigens John. Diana und ich kümmern uns um den Leuchtturm hier auf der Insel. Wir passen auf, dass im Land der Götter alles mit rechten Dingen zugeht. Keine leichte Aufgabe, wenn man all die seltsamen alten Ruinen und Wunder bedenkt. Seit Erin geboren wurde, fehlt mir die Zeit, sie zu besuchen. Aber das macht nichts. Ich glaube, sie ist abenteuerlustig und das erfüllt ihren Vater mit Stolz. Wenn du Zeit hast, würde ich dir einen Besuch der Windsangfälle empfehlen. Als die Welt noch eins war, kämmte ein Wassergeist ihr wunderschönes Haar am Bach dort. Der Wind sang ihr zu, bis sie ihr Haar hinterließ und es sich mit den Wolken mischte. Ein Regenbogen war geboren. Nicht, dass ich dort jemals einen gesehen hätte, aber es ist eine nette Geschichte. Dieser Ort befindet sich nördlich von hier, hinter den Wolken. Okay. Bist du Erin? Du bist ja süß. Auk, Auk, das ist dein Name. Habe ich recht? Was ist passiert? Hast du Geister gesehen? Oder Tiergeister? Schätze? Geheimnisse? Ich würde so gern auf Entdeckungsreise gehen. Es ist nicht fair, dass ich hier auf dieser Insel festsitze. Manchmal gehe ich auf Abenteuerreise mit meinen Eltern. Aber das zählt auch als Abenteuer. Einmal waren wir an einem super tollen Ort, hoch im Norden, ziemlich verschneit. Mit einer riesigen Statue. Sie ist ein wenig kaputt, aber trotzdem cool. Und ich heiße Erin, nur damit du es weißt. Sind das die einzigen drei, die... Oh, was ist das denn?
Oh, was ist das denn? Wie niedlich bist du denn? Oh mein Gott! Mäh! Mäh! Bleib doch stehen! Mäh! Ich will dann... Oh, noch mehr! Ah, wie niedlich! Kleine Mämes! Mäh! 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 Was machst du denn da? Was ist das denn? Ist das Sand oder worin stehst du denn? Ach nee, es ist ein Feld. Ach, das ist ein Feld. Voll niedlich. Kleine Mämmes. Hallo. Oh, seid ihr süß. Ihr habt alle gar keine Augen. Mäh. Mäh. Ach, süß. So niedlich. Okay, wir sprechen mal mit... Naja, oh, was ist das denn da? Dieser Mauszeiger stört mich bei der Kamerasteuerung. Vielleicht sollte ich einfach nur... Aber nur mit Maus steuern ist Kacke. Vielleicht sollte ich in der nächsten Folge einfach mal auf den Controller wechseln. Aber die müsste ich erstmal laden. Aber im Endeffekt stört er vielleicht auch gar nicht so. Hier kann man in ein Boot rein, okay. Das wollen wir aber noch nicht. Wir wollen ja erstmal mit der Diana sprechen. Okay, meine Liebe. Geht es dir gut, Aug? Dein Name ist Aug, richtig? Wir haben es von Kardas Schrein gehört. Herr Grollen gehört. Ich bin froh, dass du dem entkommen konntest. Ich heiße Diana. Willkommen. Wir haben schon lange keinen Pilger mehr gesehen. Dein Mentor Medwin war der letzte von ihnen. Meine Eltern haben ihm damals geholfen. Ich, John und unsere Tochter Erin werden dir nun zur Seite stehen. Solltest du jemals nicht mehr weiter wissen, kehre hierher zurück und mir rede mit uns. Schließlich sind wir hier, um dir zu helfen. Die Reise eines jeden Pilgers führt zu den drei Tempeln im Land der Götter. Kada hat sie vor langer Zeit versiegelt, gleich nach dem großen Zerfall. In der Nähe eines jeden Tempels befindet sich ein Siegel. Dort versammeln wir uns, um den Geistern unseren Respekt zu zollen. Dies solltest du ebenfalls tun. Heilige Worte offenbaren sich denjenigen, die ihnen offen gegenübertreten. Das Heiligtum der Dämmerung liegt am nächsten nordwestlich von hier. Nordwestlich müssen wir jetzt. Nordwestlich, also in die Richtung. Das könnte das da hinten sein, oder? Oder ist das da hinten gemeint? Hallo? Seid ihr, mit wem ich sprechen soll? Nee, okay. Dann ist es wahrscheinlich doch das da hinten. Nordwestlich, das da. Scheiße, ich bin zu weit runter schon wieder. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. Es ist Nordwesten. Ich fände es cooler, wenn ich den Vogel mit der Maus steuern könnte. Ach, dort ist was. Ich glaube, das könnte... Ach, Mann. Ich muss da hoch, glaube ich. Okay, warte. Na, geh doch runter. Gott verdammt. Oh, meine Güte. Mames, oh, was bist du denn? Hallo. Oh! Errungenschaft freigeschaltet. Mama? Oh, bist du niedlich. Ich will dich mit nach Hause nehmen. Es liebt mich.
Es tut mir so leid, dass ich das immer so... Ich leide definitiv öfters an Cuteness Overload. Aber es ist einfach... guck mal, es ist so süß. Hallo, du kleines Ding. Ich würde dich gern streicheln, aber ich kann nicht. Oh Gott, bist du, guck mal, wie sie es freut. Oh, bist du niedlich, die kleine Wurst. Oh. Ist das süß, oh Gott. Du bist so niedlich. Ich könnte mir das jetzt stundenlang hier angucken. Wisst ihr was, wir beenden hiermit die Folge. Das ist doch ein schönes Ende für eine Folge. Ein Schäfchen, was sich freut, uns zu sehen und uns liebt mit deinem Herzen. Läuft es mir hinterher? Ist das niedlich? Oh Gott, ist das goldig. Es ist so goldig. Ich glaube, ich beende damit die Folge. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge mit noch mehr Schäfchenliebe und hoffentlich dem ersten Tempel. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.